In der Rebellenhochburg Idlib im Nordwesten Syriens sind nach UN-Angaben über 30.000 Menschen auf der Flucht seit Beginn der Angriffe, die in der vergangenen Woche von syrischen Regierungstruppen und deren Verbündeten gestartet worden waren. Sie seien unterwegs zu verschiedenen Zufluchtsorten in der Provinz, teilte das UN-Büro zur Koordinierung von Menschenrechtsfragen am Montag mit. Ein Mann, der laut diesem Internetvideo in der Nähe der Grenze zur Türkei auf der Flucht ist, sagte am Montag: Seit etwa 2 bis 3 Wochen wird dieses Gebiet vom Regime und dessen Verbündeten angegriffen. Die Menschen hier sind in diesen östlichen Gebieten nun unterwegs, nahe einem türkischen Punkt beim Dorf Sarman. Das Leben der Leute ist hart, es gibt fast nichts, kaum Zelte, 2 bis 3 Familien in einem Zelt. Kinder sind dabei und auch Kranke. Es stürmt und ist sehr staubig hier. Wir fordern von der internationalen Gemeinschaft, dass sie hier eingreift und diesen vertriebenen Menschen hilft. Am Wochenende hatten syrische und russische Kampfjets umfangreiche Angriffe auf Rebellenstellungen in Idlib geflogen. Die Provinz an der Grenze zur Türkei ist das letzte große zusammenhängende Gebiet der Aufständischen. In Idlib leben knapp 3 Millionen Menschen. Am Freitag waren Bemühungen der türkischen Führung bei einem Gipfeltreffen mit Spitzenvertretern Russlands und Irans gescheitert, einen Waffenstillstand für Idlib zu vereinbaren. Russland und Iran unterstützen den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad, der die vorwiegend von islamistischen Rebellen gehaltene Provinz Idlib zurückerobern will. Die Türkei hingegen unterstützt einen Teil der Rebellen.